Hallo, nächste Kandidat ist dieser Lenovo G710. Der Schaden ist gekommen durch Einschluss eines falsch beschalteten Netzteils. Plus war richtig, mittleren Pin minus angeschlossen. Bei vielen Lenovos kommen diese Probleme vor. Viele wissen es das nicht, dass Lenovos haben meistens, also die gelbe Ports, immer dreipolig. Also wir haben nicht nur Masse positiv, sondern auch ein Identifikationspin in der Mitte. Es ist sehr einfach. Viele denken, dass der mittlere Pin was sollte als positiv sein. Oh je. Hier. Also hier ein Draht miteinander irgendwo hier rumwackeln und dann wird super. Aber die Wahrheit ist, dass hier außen gibt es Masse. Hier innen kommt positiv und die mittlere Pin dient für die Identifikation. Ich zeige das, wie das sonst aussieht. Also, es ist ein gebrochenes Stück. So. Also hier außen Masse. Hier die zwei sind positiv und die mittlere Pin kommt hier rein und das dient für die Identifikation. Bei Lenovos Identifikation sieht ganz einfach aus, nämlich zwischen die Masse und die Positiv-Pin. Ja. Ist das zu sehen? So. Also diese Pin dient für die Identifikation. Diese ist positiv. Außen hier alles negativ, also Masse. Also zwischen die Identifikation, die mittlere Pin und Masse ist ein bestimmter Widerstand eingeschaltet. Und von diesem Widerstand weiß der Laptop, was für ein Netzteil angeschlossen wurde. Ob das passt oder nicht passt. Sieht wunderschön aus, aber ich kann daran zeigen, dass hier positiv hier die mittlere Pin ist für die Identifikation und zwischen die Masse und Identifikationspin sitzt ein Widerstand. Dieser Widerstandswert bzw. die mittlere Pin wird in der Embedded Controller eingeführt mit kaum etwas Schutz. Wenn die mittlere Pin etwas Falsches bekommt, dann schießt es meistens der Embedded Controller gleich tot. Schauen wir, wie das diesmal aussieht. Widerstandswerte. Zum Beispiel, wenn dieser Widerstand, wie war es, 120 Ohm ist, dann ist es ein 45 Watt Netzteil. Widerstandswert von 280 Ohm macht ein 65 Watt Netzteil. 55 Ohm heißt ein 90 Watt Netzteil und
Was habe ich diese hier? 1 Kilo-Ohm. 1 Kilo-Ohm. Identifiziert ein 135 Watt Netzteil. Also mit diesem Adapter kann ich hier simulieren. Ich zeige mal Multimeter. Also. So zwischen die Außenkörper, die Masse und mittlere Pin kann man hier 550 noch was um messen. Das heißt, es ist ein 90 Watt Netzteil entsprechend und diese zwischen Außenkörper Masse und mittlerer Pin ist 1 Kilo Ohm, ist ein 135 Watt Netzteil entsprechend. Schauen wir, was diesmal hier kaputt gegangen ist. Geh mal Labornetzteil. Super. Akku haben wir keine drin. Er sieht nicht nach etwas Kurzschluss aus. Fast normale Stromaufnahme. Aber keine Änderung, wenn man versucht zu einschalten. Schauen wir. WLAN-Karte wurde angeschlossen oder auch nicht. Hier fehlt diese kleine Befestigung. Oh, es ist auch typischer Fehler. In der Wahrheit, bei vielen Lenovos haben wir von unten ein Loch. Hier gibt es dieses kleine Loch hier. Wo bist du denn? Hier. Hier drückt man mit einem etwas Gegenstand die Tastatur raus. So, und so geht es ohne Beschädigung zu öffnen. Die Embedded-Kontrolle hat zumindest kein Krater. Na, erstmal prüfen, ob der Strom sonst ankommt. Hier haben 19 Volt, wie es sein soll. Hier natürlich nichts. Und die mittlere Pin, die blaue,
Also die blaue ist für die Identifikation, die mittlere Pin. Und hier haben wir schön unsere 19 Volt, was ankommt. Man kann dann noch prüfen. Ich würde das gerne auch am Schaltplan zeigen, aber zu diesem Board gibt es keinen Schaltplan. Also zumindest ist es nicht erreichbar. Aber hier haben wir die berühmte Step-Down-Controller und an die zwei soll 3 Volt und 5 Volt immer messbar sein. Na. So, super. Also einmal 1,8 Volt, nicht schön. 5 Volt ist in Ordnung. Dann mit der 3 Volt stimmt etwas her nicht. Die andere Seite gibt es 3 Volt. Oh, dieses super Multimeter. Dieser Unity Multimeter habe ich gekauft nur wegen des auf Display Anschluss sozusagen, also dass ich das hier etwas zeigen kann, aber es ist immer so komisch. Es kann nicht stimmen, dass sie eine Seite 3,3 Volt haben, die andere Seite 2 Volt. Ist man verkehrt, ob da etwas sich ändert. Oh, jetzt haben wir schon 5,3 Volt hier. Hier auch 5,3, 5,1 und hier 3,3. Das, also wenn sowas ich messen soll, dann kommt immer noch dieses alte Zeug. Nur halt kann ich das so nicht so schön auf das Display schalten. Wie war es denn? Natürlich. Also, versuche das so platzieren, dass es gut zu sehen ist. So. Hier soll unser 3,3 Volt ankommen, also kein 5 Volt oder 2 Volt oder so. Hier ist es auch. Hier haben wir unsere 5 Volt und natürlich diese Seite auch. Also die 5 Volt, die 3,3 Volt, diese Always On Voltage sind in Ordnung. Was ich noch nicht probiert habe, einmal ein Schnellreset zu machen. Diese Board soll, wie ich erinnere, starten. Also es macht einen Selbststart nach einem Reset, wenn es alles richtig funktioniert. Aber es macht weiterhin nichts. Also schauen wir, ob unser 3,3 Volt in den BIOS-Chip ankommt.
Also ein oder beide sollte ständig unter die 3,3 Uhr stehen. Hier haben wir diese. Und an die andere EEPROM haben wir auch. Dann hole ich mal diese Einschalttaste raus. So, mal die Einschalttaste. Ob da die 3,3 Watt auf die Taste messbar ist. Es kommt von der Embedded Controller. Und wenn diese auch messbar ist, dann ich soll davon ausgehen, dass der Embedded Controller eigentlich funktionsfähig ist. So, eine Seite soll Masse sein, die andere Seite. Diese Seite bestimmt die Masse. So haben wir die 3,3 Volt. Wenn man drauf drückt, es muss verschwinden. So, die Einschalt Signal wird in die Embedded Controller eingeschickt, aber passiert weiterhin nichts. Jetzt wird es interessant ohne Schaltplan. Na. Was für ein Widerstandswert hier haben. Also, Netzteil ist wieder nicht angeschlossen. Hier darf es nicht zu. Es ist fast im Kurzschluss. Also zwischen Masse und mittlere Pin haben wir hier praktisch einen Kurzschluss. Von vorherigen Reparaturen weiß ich, dass der mittlere Pin kommt erst zu diesem Widerstand. Das ist auch gut so. Und hier haben wir praktisch, wie es sein soll, voller Kurzschluss zu messen. Und hier soll es 7 Ohm sieben Komma fünf Ohm. Das kann hier nicht stimmen. Das würde die ganze Identifikation stören. Aber ohne Schaltplan wissen wir gar nicht, was da gehört. Aber ich suche ein Audi-Schatztruhe raus. Also ein gleiches Mainboard. Mit etwas weniger Bauteil habe ich schon ganz vieles davon benutzt. Aber diese Ersatzteil habe ich noch schon. Also, dieses Zeug 7,5 Ohm. Und wenn es heil ist, hier
Also wenn dieser Widerstand heil ist, dann soll also das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und diese Leitung hier soll irgendwo an der Embedded Controller hier ankommen. Und dafür ist das aber die andere Multimeter viel besser, weil diese so langsam ist. Also diese Leitung Wie war das? Also hier kommt es an. Und dann hier geht es irgendwo weiter in der Embedded Controller. Hier haben wir die Leitung. Aber diese Seite ist auch Masse. Und diese Seite geht hier zur Identifikation und durch eine dieser Löcher wird das hier zu dem Embedded Controller kontaktiert. Wir wünschen uns etwas Glück und versuchen mit diesem anderen Widerstand. Wieder schon verspielt, nein. Ich hab's auch. Rein, raus. Alle rein. Und jetzt hoffentlich haben wir keinen Kurzschluss mehr hier zu messen. Wir sind ja kein falscher. Oh je. Es ist nicht gut. Um welche Ping kommt diese an? Genau. Also die mittlere Ping soll hier ankommen. Hier gibt es auch einen Resistor. Das ist schon ein anderes Ding. Na, ob dieser Resistor was für ein Wert hat. Das ist ein 0-Ohm-Resistor. Und auf defekte Mainboard.
Leider diese auch scheint gleich zu sein. Also ich habe hier diese Pin freigemacht. Schauen wir, ob jetzt an dieser Pin oder irgendwo dazwischen das Fehler liegt, beziehungsweise ein Kurzschluss messbar ist. Also zum mittleren Pin gibt es keinen Kurzschluss mehr. Und hier an dieser Stelle auch natürlich nichts. Und an dieser Pin haben wir unsere Probleme. Also doch, der Embedded Controller muss getauscht werden. Ich bin heilfroh. Also, Ersatz. Genau das gleiche Stück.
128 Beinchen bedeutet 128 mögliche schlechte Lötstellen. Es muss unbedingt kontrolliert werden, nicht dass da etwas noch freie Beinchen gibt oder Brücke zwischen zwei Beinchen. Aber hier sieht es so auf erste Mal stabil aus. Es muss noch natürlich gereinigt werden, aber mich interessiert mich besser, ob hier unser Kurzschluss sozusagen verschwunden hat oder nicht. Also mittlere Pin dürfte kein Kurzschluss messbar sein gegen die Masse. Ja, nix. So, also gegen die Masse, also zwei Nachbarpins, hier haben wir gerade kein Kurzschluss. Und wie viel Widerstand hat er? 6 Gramm, 7 Gramm, jo. Dann versuche mal, was er tut oder nicht tut. Also Netzteil anschließen. Aha, wir haben hier LED, hier leuchtete zumindest, und ja, hier haben wir schöne Stromaufnahme. Schmutzig, schmutzig. Ich stecke schnell mal in die Gehäuse rein, um anzuschauen, ob das funktioniert und damit nicht weiter mit diesem Video die Zeit ziehen. Angenommen, dass es funktioniert. So, mal Display-Anschluss, Einschalttaste, das passt so. Und wie immer schauen wir gemeinsam an, ob da Wunder passierte oder nur noch mehr Arbeit gegeben. Also, Netzteil anschließen. Oh, so schnell nicht erwartet, aber ja, das war unser Ziel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.